Herzlich willkommen heute zum Thema Innovationsgutscheine vom Bundesministerium für Wirtschaft. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr helfen wir Menschen dabei, nicht nur Unternehmen zu gründen oder zum Wachstum zu bringen, sondern auch Innovationsvorhaben umzusetzen. Und dafür kannst du bis zu 5-mal im Jahr eine Maßnahme durch Innovationsgutscheine fördern lassen. Nun, wer kann dieses Programm beantragen? Die erste wichtige Voraussetzung ist, dass du ein sogenanntes kleines und mittelständisches Unternehmen bist. Das bedeutet, dass du weniger als 100 Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast und dass du weniger als 20 Millionen entweder Umsatz pro Jahr machst oder als Jahresbilanzsumme hast. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, damit du diese Gutscheine verwenden kannst, dass du auch nur zugelassene externe Berater hast, die autorisiert sind, in diesem Förderprogramm auch abgerechnet zu werden. Was genau kann nun gefördert werden? Du kannst, bevor du deine Verfahrens- oder deine Produktinnovation umsetzt, kannst du dir mit den Beratern vorher eine Potenzialanalyse machen, also hier den ersten Schritt durchführen. Du kannst gucken, was ist auf dem Markt los, welche Mitbewerber gibt es, wie ist deine Firma aufgestellt, wie sieht der Finanzplan aus bis zur Fertigstellung deines Vorhabens und danach, wenn du in den Markteintritt reingehst und welche öffentlichen Fördermittel gibt es. All das kannst du in der ersten Phase Potenzialanalyse fördern lassen. In der zweiten Phase der Realisierung, nun, da geht es um eine Bewertung der Technologie. Da geht es einfach um die Wettbewerbsfähigkeit, in den Markt reinzugucken. Es gilt aber auch hier, das Konzept weiter aufzubauen und fortzuführen, wie du in den Markt reinkommst, wie viel Gelder du brauchst und dann auch Fördermittel zu beantragen oder Kooperationen anzubahnen oder auch den Kontakt zu Investoren oder anderen Finanzierungsmitteln geben. Zu suchen. In der dritten Phase, da kannst du nun das Projektmanagement, PM abgekürzt, dir fördern lassen. Also eine externe Dienstleistung, die nicht nur überwacht, wie der Fortschritt ist, Controlling macht und auch Bewertung durchführt, sondern auch vielleicht Kooperationen zwischen Technologiegebern anbahnt, managt und überwacht und zielführend begleitet. Zusammengefasst also kannst du für dein Unternehmen in diesen drei verschiedenen Phasen dir Beratung fördern lassen. Bis zu 50% bis maximal 20.000 Euro. Nun, wie läuft es genau ab, wenn du diese Gutscheine nutzen willst? In der Regel kannst du erst einmal dir ein Beratungsunternehmen suchen, was zugelassen ist, und dann entscheidest du gemeinsam, welche der drei Phasen du dort Unterstützung brauchst. Und du kriegst bis zu 5 Gutscheine pro Jahr, die insgesamt bis zu 20.000 Euro Förderwert diese einzelnen drei Maßnahmen auch fördern können. Das Wichtige ist, dass hier nur die Nettobeträge gefördert werden und dass die Umsatzsteuer von dir zu entrichten ist, aber du kriegst ja im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung auch dann wieder erstattet. Nun, wie läuft nun die Antragstellung? In der Regel geht das über den Berater selbst, der autorisiert ist. Oder du gehst über die Webseite bmwi-innovationsgutscheine.de und dort fragst du nach, welcher Berater autorisiert ist und der mit dir sich dann hinsetzt und gemeinsam diese Gutscheine beantragt. Solltest du Fragen haben, dein Vorhaben vorzubereiten oder auch die entsprechende Markteintrittsplanung auf die Beine zu stellen und auch entsprechende Fördermittel für deine Investitionen, Betriebsmittel und vor allen Dingen auch für die Beratung beantragen zu wollen, so kannst du gerne einen Gutschein jetzt nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn die Beratung, und das solltest du wissen an dieser Stelle, kann auch von uns bis zu 100% gefördert werden. Gerne aber darfst du auf diesem Kanal jetzt weiterempfehlen oder abonnieren. Und ich wünsche viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.